Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Beyond Two Souls. So, ab in die Kälte, weiter geht's. Muss mal kurz pullern. Okay. Da wollen wir pink hingehen. Na dann. Eiszapfenalarm auf jeden Fall. Was will uns das Spiel damit sagen? Lull. Das war knapp. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Tür zu. Hast du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los. Ja. Los, dranbleiben. Das war's denn mit den Aufwärmen. Man sieht auch so viel, also Sichtverhältnisse sind auf jeden Fall ganz klar. Eine gefühlte Sicht 1 Meter vielleicht. Bingo. Bongo. Eilen Sie nach, was drin ist. Okay. Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Lull. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da 3. Lass einen Alarm ausschalten. Ein. Kümmere dich darum. Wo sind die denn? Da müssen wir erstmal hier rein. Halt! Schalt erst die Soldaten aus. Jetzt hier noch mehr Soldaten. Es gab auf jeden Fall eben noch mehr. Aber eben ist schon länger her. Dumm, die dumm, die dumm. Wir laufen dumm herum. Okay. Ah, da ist noch einer. Hat er sich versteckt? Legt sich da einfach hin. Schade ist, dass man nicht laufen kann. Oh.
das war's dann aber auch hier, oder? Kommen wir hier noch durch? Nee. Dann hoppla hopp, mach die Tür auf. Voll die dramatische Musik, so. GG-mäßig. Okay. Null. Fuck, Nick. Sorry. Wie wär's mit einer Warnung? Oh mein Gott. So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? Okay. Ich würde sagen, wir gehen ins U-Boot. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Genau. Was ist mit uns? Weißt du, ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Weil wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber das ist ein Befehl, Nick. Okay. Gib mir den Sprengstoff. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wie wir da unten hingekommen sind. Okay. Links, rechts, am gucken. Hier ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Let's go. Jetzt wird's spannend. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Ach. Es ist schwer mit der Peilung. Oh mein Gott. Das ist schon mal nicht schlecht gemacht. Überlegt euch mal, was das für ein Aufwand ist, so eine Basis herzustellen. Allein schon die Lichter zu setzen. Oder? Wahnsinn. Okay. Genau. Ich hoffe, er will keine Antwort. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Beeindruckend. Nur wenige halten das so lange durch. Oh,
Okay. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Oh, egal. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ja! Okay. Mein Name ist Holmes. Jodie, nein. Jodie Holmes. Agent 894732. Ich bin bei der CIA. Die CIA weiß also von unseren Experimenten. Ja. Und was ist mit der Existenz, die das Eindämmungsfeld gefangen hat? Dazu würde ich aber nichts sagen. Wir sind verbunden. Ich wurde so geboren. Faszinierend. Die Amerikaner wissen also tatsächlich auch von diesem Phänomen. Ich muss meine Vorgesetzten informieren. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Ja, ja. Tut mir leid, Ryan. Okay. Jetzt? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nö. Nein. Aber ich überlege mir was. Roger! Jetzt hat Jürgen Schirmster! Genau. Okay, liebe Leute, das war's wieder an dieser Stelle. Spannend geht's weiter. Vielen lieben Dank für euren Support. Ne? Ihr wisst ja, wie es läuft. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.